Hallo bei Bob der Waldmeister. Wie es mir mit dem Mitas E10 Dakar in Gelb auf der Straße und im Gelände ergangen ist, erfährst du in dieser Folge. Bleib dran! Heute geht's um den Mitas E10 Dakar in Gelb. In der Dimension am Vorderrad 9090 B21 und am Hinterrad 15070 B18. Mein Reifensatz wurde in der Tschechischen Republik im Herbst 2022 hergestellt. Der Index ist mit 70T angegeben. 70 steht für die Tragfähigkeit von 335 Kilogramm. T für die maximale Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h. Als ich dem Reifenwechsel wieder einmal nahe kam, entschied ich mich für den sehr grobstolligen Mitas E10. Meine Erwartungen waren vor allem im gröberen Gelände eine höhere Tauglichkeit zu erfahren als mit herkömmlichen Enduro-Reifen. Der E10 ist definitiv in der 30-70-Kategorie angesiedelt und somit für 30% Straße und 70% Geländetauglichkeit ausgelegt. Im Frühjahr 2023 rollte ich meine ersten Meter mit dem neuen E10 von Mitas und bemerkte am Asphalt eine erhebliche Unruhe im langsamen Geradeauslauf. Bei schnellerer Fahrweise verschwand diese Eigenschaft trotz erheblicher Zunahme des Abrollgeräusches. Im Asphaltbetrieb arbeitet das Vorderrad des Mitas E10 durchaus kippelig und man hat schon öfter das Gefühl, in die Kurve hineinzufallen. Das Hinterrad des E10 kloppt recht beständig hinterher. Doch bei heftiger Gasannahme schmiert der E10 hinten abrupt weg. Ergo, es ist also Vorsicht am Asphalt geboten. Im Nassbetrieb kommt der E10 noch früher als erwartet, womit schnellere Kurven durchaus schmerzhafte Hautausschläge verursachen können. Mit dieser Erkenntnis rollte ich meine Asphaltstrecken immer im verhaltenen Fahrstil ab. Doch nun zum eigentlichen Betrieb des Mitas E10, dem Geländebetrieb. Da der E10 ein Bias Belted, also ein Diagonal-Gürtelreifen ist, fühlt sich eine Schotterstraße keineswegs wie eine Schotterstraße an. Der Gürtelreifen schluckt kleine und mittlere Unebenheiten erstaunlich locker weg und gibt am Lenker ein gutes Gefühl von Sicherheit, Stabilität sowie Spurtreue wieder. Am Hinterrad kommt deutlich mehr Grip als bei den straßentauglichen Enduro-Reifen und der Vortrieb bleibt erstaunlich stabil. Daraus resultiert ein rundum griffiges, ja sogar bemerkenswertes Offroad-Handling im Gelände. Aber Achtung! Wer hier mit Übereifer am Kabel zieht, sei gewarnt. Auch der E10 hat seine natürlichen Grenzen und im Gelände meldet diese unverzüglich mit aller Härte an den Piloten zurück. Ein daraus ungewollter Abflug ist also genauso möglich wie ein Hängenbleiben im tiefen Morast eines nassen Wald- oder Wiesenstückes. Bemerkenswert ist die höhere Wärmeentwicklung des Reifen. Die Gürtelkarkasse arbeitet erheblich intensiver im Rollbetrieb und erwärmt sich dadurch nahezu doppelt so stark wie herkömmliche Radialreifen. Ein Merkmal, das bei Berühren der Reifen unmittelbar nach einer Fahrt etwas irritierend sein kann. Die Wärmeentwicklung ist aber für Gürtelreifen als völlig normal einzustufen. Steilpassagen im Gelände werden locker weggesteckt und der anhaltende Vortrieb sorgt für grenzenloses Grinsen im Cockpit. Enduro-Spaß pur also. Auch die Seitenführung ist gut, wenn nicht sogar außerordentlich, sodass ein Geländetrip zur richtigen Gaudi werden kann.
Die Fahrleistungen des E10 im Gelände sind also definitiv an die Fähigkeiten des Piloten gerichtet und weniger an die Optimierung des Profiles oder der Gummimischung. Der Reifen erfordert daher schlicht und ergreifend richtig erfahrene Piloten. Die Laufleistung des E10 ist verhältnismäßig gering, wenn häufig Asphaltstrecken gefahren werden müssen. So leider auch bei mir, da trotz aller Hausstrecken unmittelbar vor meinem Haus dennoch immer zuerst über einige wenige Kilometer Asphalt gefahren werden musste. Das kostet eben Profil und Gummi. Damit ist die Gesamtlaufleistung des E10 bei mageren 2468 Kilometer erheblich begrenzt. Der grenzenlose Fahrspaß wiegt allerdings diese kurze Laufzeit voll und ganz auf. Fazit: Der Mitas E10 Dakar in Gelb ist eine wahre Schlafmütze auf der Straße und ein vollwertiger Profi im Gelände. Während die Fahrverhältnisse bei Asphaltbetrieb ohne jeglichen Spaß jedoch mit reichlich Verschleiß verbunden sind, sind die Geländepassagen ein wahres Highlight im Offroad-Bereich. Eigentlich möchte man von der Alm gar nicht mehr runter und ewig Offroad weiterfahren. Ich würde den Reifen wieder kaufen, wenn ich vorwiegend oder ausschließlich im Gelände unterwegs sein könnte, und so das grobe Stollenprofil voll und ganz auszunutzen vermag. Ich würde den Reifen nicht wieder kaufen, wenn ich häufig über Asphalt fahren müsste oder meine Wege sich oft mit herkömmlichen Asphaltstraßen kreuzen. Oh Gott, das Ding zwickt. Ah, das ist nicht geeignet für 100 Jahre von Donnehmer. Das ist ein Wahnsinn. Das Ding. Da habe ich irgendwie den Eindruck, das funktioniert mit dem Helm überhaupt nicht.